Und dann? Oi, 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 oi. Was ich mir jetzt einmal frei, übrigens, ich krieg dieses Ding jetzt einmal zum Laien, diese Meta-Quest. Cool. Also da freue ich mich mal drauf, dass ich das einmal dass ich das einmal ausprobieren kann. Weil das hat man ja nicht immer die Chance. Und ja, aber anscheinend arbeitet Microsoft und Xbox an einer Limited Edition für die Meta Quest oder mit oder wie man halt, wie sagt man liebevoll, dass es auf der Xbox so ein VR-Headset gibt. Ja. Naja, aber als Kind MetaQuest 3. Bundled with an Ja. Xbox Controller. Okay. Aber kann man den auch mit der Xbox zusammen auch verwenden? Ja gut, du kannst ja, ich glaube, du kannst ja die MetaQuest jetzt schon mit der Xbox verwenden. Da gibt es eine eigene App, glaube ich, auf der Xbox, gell? Okay. Interessant. Versuchen Sie es ein bisschen in die Richtung, so wie Sony mit der PSVR und PSVR Ja. 2. Vermutlich. Ja, warum nicht? Es ist schon ein Spaß, das zu spielen. Also ich hab's genossen, die 2 Jahre, wo ich die Man ist PlayStation die 4 Pro und die PSVR in Kombi gehabt habe noch. Es hat halt nur noch ein zehnten Spiel, was eigentlich eine Kopie vom Vorgänger war, was halt dann auch irgendwo fad. Also ist das einzige Spiel, was mich dann wirklich noch gefesselt hat, was war Beat Saber, weil es halt gleichzeitig Spiel und ja, Fitnessermutigung war, aber sonst. Das sagt halt, das sagt eigentlich irgendwie jeder, wenn es so irgendwo in die Richtung halt VR-Headset geht, dass es halt, man ist halt schnell gelangweilt Ja, irgendwann davon. ist es halt ausgelutscht, ja. Weil so der große Oberburner ist halt dort bei den Spielen nicht gewesen. Weil ich hab so ein nettes Adventure gehabt, so, nicht Adventure, so Jump'n'Run mit einer Maus und so weiter. Wir hatten das geheißen. Das war ziemlich schön gemacht und ziemlich cool mit der Brille, weil du die Maus da quasi durch so eine Welt begleitet hast. Das kenne ich sogar. Ich weiß, heißt das nicht, nein, Maus heißt das nicht, nein, das heißt irgendwie anders. Warte mal. Das ist aber Das cool, das brutal stimmt, schön ja. gemacht gewesen. Also du hast da auch frei in der Welt Game Maus, wie jetzt quasi Moss, ja genau, Moss. Moss. Ja, genau, Moss. das ist cool, ja. Das war Das ist wirklich, wirklich schön gemacht. Also die Maus hat dazu gewunken während dem Spielen. Das stimmt, ja. Naja, vor allem, das ist ja wie so ein Tabletop-Game fast. Du schaust ja da so von oben Ja, und rein. genau, und dann hast du links und rechts geschaut, weil dann hast du zuerst nicht gesehen, geht's da weiter, dann hast du halt mit dem Kopf ein bisschen Ja. bewegt und geschaut, wohin und so weiter und so fort. Sieht man da in dem Video schön. Also das war wirklich voll cool gemacht. Also du hast einerseits die Maus gesteuert, andererseits hast du halt auch die Sachen da in der Gegend gesteuert und hast aber wirklich frei auf den Tisch, auf die Spielwelt schauen können. Ja, das war wirklich cool gemacht. Aber sonst habe ich halt selten eine Spiele gehabt, die was mir wirklich so in den Bann gezogen haben. Die älteren Spiele, da hat es ein oder zwei gegeben, wo zumindest beim Gran Turismo, glaube ich, das Gran Turismo hast du gehabt und dann hat es eine kleine Auswahl an Strecken und Modi gegeben, die du damit hast spielen können mit der PSVR. Das war ziemlich cool, weil es da beim Fahren wirklich. Weil du es gemerkt hast beim Fahren. Ja. Mir ist richtig schlecht worden teilweise bei meinem Fahrstil. Also, das ist halt auch so ein Problem Das, natürlich, ja, ja. eben weil ich gedacht habe, ich fahre da jetzt den Hügel runter und vorne wieder auf. Das hat halt dir das so gut projiziert. Das war so immersiv, dass sich halt wirklich mal morgen ein bisschen so umgedreht hat. Ui. Aber es waren aber so richtig die Dings, also war es halt nicht. Ja, das ist halt da leider das große Problem, ja. Ja. Das stimmt leider. Ja, es ist halt,
Es ist halt auch schon ein Aufwand, wenn du für so ein Gerät produzierst, weil du musst natürlich sagen, okay, es kostet gut Geld, du musst halt viel mehr, weil du musst ja wegen der Motion Sickness viel mehr Arbeit Ja. reinstecken. Und es ist halt die Zielgruppe einfach durch das, dass es halt nicht so viele von diesen Headsets noch gibt, die in Benutzung sind, ist es halt einfach eine relativ beschränkte Zielgruppe. Ja, sicher. Die Brillen sind teuer. Das muss man halt einmal dazu sagen. Also, man was ist denn jetzt? Also, jetzt abgesehen von der von dem Apple-Ding. Das ist absolut nur noch ein komplett unvernünftiger Preis. Aber wenn ich jetzt so wie die Valve, Hive, na, wie heißt's? Wie heißt die? Steam, Hive? Keine Ahnung, jedenfalls die von Valve. Die kostet ja, geht ja halt einmal bei 800 € los. Und dann willst du halt nachher die Controller, den Es passenden Controller, das Ding da, die Lightstation, was auch immer noch. günstigste ist im Moment die Meta Quest. Ja, und die MetaQuest ist halt im Endeffekt halt auch nur ein Standalone-Gerät. Okay, du kannst sie als. Du Desktop, kannst du kannst sie als Monitor auf den Augen verwenden, ja, stimmt. genau, Aber ja, das geht. du spielst dann halt quasi deinen Shooter, dein Skyrim, dein was auch immer, einfach nur auf einer fetten Kinoleinwand gefühlt. Aber du hast Natürlich, nicht die klar. Immersion, dass du die frei bewegen, frei umschauen kannst. Das hast du halt nicht. Na, das, ich meine, das geht mit der Meta Quest Ja, schon, aber aber nur mit den eigenen Apps auf der MetaQuest halt. natürlich, das Ja, ist ja. klar, das ist Also klar, ja. mit den für die Das ist klar. MetaQuest produzierten Spielen eben. Also das ist genau das Problem, weil das, ja, wer soll natürlich dafür entwickeln, wenn es kaum jemand hat? Wobei, glaube ich, sogar bei Steam teilweise manche Spiele MetaQuest-kompatibel sind. Ich glaube, wenn es mir jetzt nicht ganz täuscht, hast du noch ein alles das Tracking. Ah, ja, okay, das wäre ein Vorteil dann schon Probier einmal. es mal, wenn du sie Wenn ich austauschst, sie ja. habe, wäre es definitiv probieren, also weil ich kriege sie eben von jemand geliehen und das werde ich dann gerne mal Probier es mal ausprobieren. aus, ja. Wie das Ja. funktioniert. Also, ob es eine Kombination mit. Kannst du bei Steam VR ja einmal ein paar Demos oder sowas runterladen. Also, kannst du mal schauen, ja. Muss ich schauen, ja, ich werde es mir dann definitiv Ja. ansehen. Glaube, das müsste sogar möglich sein, ja. Ja, gut. Ich warte drauf, bis die Brillen in Gut. 8K-Auflösung zu haben sind, keine sichtbaren Pixel- und Fliegengitterstruktur mehr haben. Dass ein komplettes Das wird noch ein bisschen dauern. In-Out-Tracking haben, dass ich keine zusätzlichen Geräte mehr verwenden muss, dass der Akku 3 Stunden hebt, dass die Brille höchstens 100 Gramm wiegt und unter 200 € kostet. Ja, das wird noch ein Das wird bisschen dauern, dauern. okay.